Partikularpulsationsschwingungen, die in sich Atomos sein müssen, müssen also nach Demokrit, der entsprechend einer solchen Denklogik vorgegangen sein muss, ganz sicherlich in einem ausgedehnten, nicht in einem Raum, in einem geschlossenen, begrenzten, ausgedehnten sich bewegen, das, dessen Eigenschaften so ist, dass das nichts bremst oder beschleunigt, das heißt, dass da nichts zu hinzukommen kann oder weggenommen wird, also ein unendlich ausgedehnte Weiten, wie in Star Trek vielleicht, innerhalb derer sich dann die Raumzeit, die T-Raumzeit der Schwingung ausbreitet.